Hallo, also diese Corona-Isolation, glaube ich, ist eine Bonanza für solche Übungsbälle, so Lochbälle oder Schaumstoffbälle. Da kann man eigentlich ganz gute Sachen mit üben. Das zeige ich mal. Also hier habe ich einen Sandwich, hinten eine Bank und man soll die Bälle ja hochschlagen. Mal schauen, wie gut das hier klappt. So, der flog ja schön hoch. Die Frage ist, wie ist das denn mit einem normalen Golfball? Und ich merke, so, wenn man nicht sehr fest schlägt, ist das Verhalten eigentlich sehr ähnlich. Also hier ein normaler Golfball. Der Ton ist ein bisschen anders, hört sich ein bisschen schwerer an, aber sie fliegen auch ungefähr gleich weit bei diesen leichten Chipschlägen. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen fester zu schlagen. Das mache ich aber nur mit diesem Lochball. Dann sieht man halt, dass der gar nicht so weit fliegt. Also wenn man einen Garten hat mit vielleicht 5 Meter, 6, 7 Meter Auslauf, dann kann man solche Bälle auch festschlagen. Also los geht's. So, jetzt versuche ich mal hier mit einem 7er Eisen. Bin zwar gestern nicht sehr aufgewärmt, mache also nicht volle Pulle, aber hier wieder so ein Ball. Mit einem richtigen Ball würde ich das eigentlich nicht schlagen. Also mal ein bisschen fester. Und erstmal gerade vielleicht 6 Meter geflogen. So kann man doch gut seine Sprünge üben. Mal gucken, ob es dann auch was bringt, wenn man später auch wieder auf dem richtigen Golfplatz spielt. Also viel Spaß!